Im Backstage bereitet sich Niklas auf seinen Walk vor. Ich bin gespannt, ihn nach unserem Kennenlernen im Flugzeug gleich auf dem Laufsteg zu sehen. Super! I love you! I love your walk! Also das erste Mal richtig laufen geübt war jetzt gerade hier, weil ich habe ja zu Hause auch nicht so ein Setting. Ich habe ja nicht, die Möglichkeit, so laufen zu üben, wie wir das hier können. Hallo. Oh, hi. Hello. Hi. Hallo. Kurzer Anschlag, kurze Frage. Wir hatten es gerade. Also vielleicht habt ihr da einen Tipp, weil ne, die Mädels laufen so runter, dann machen sie da ihre Pose, strecken mir das Bein aus, machen irgendwas so, irgendwas Crazyes, was sie halt jetzt 18 Staffeln lang gemacht haben. Aber was machen Typen? Ich sag mal so, die professionelle Modelerfahrung, glaube ich, ist hier. Wir sind. Ich bin da nicht der richtige Ansprechpartner. Was Posen angeht, gibt es bei Männern nicht wirklich so crazy Sachen, also Haute Couture und so weiter, dass man sagt, man streckt sich da und keine Regeln passt. Ich habe schon einiges an Modelerfahrungen sammeln können, also vor allem was Shootings und Laufsteg angeht. Also ich habe mit 16 angefangen, also jetzt mittlerweile sind 6 Jahre, wo ich meine Erfahrungen gesammelt habe. Du kommst ja meistens von der Seite irgendwie raus und ich finde, der erste Eindruck ist halt schon wichtig. Das heißt, wenn du kommst, ist halt wirklich so, bam, hier bin ich. Ich lieb's, die Leuten in den Augen zu schauen, also wenn jetzt Heidi zum Beispiel vorne steht, straight in die Augen schauen. Auch sie soll Angst vor dir haben, nicht du vor ihr. Deshalb einfach straight in die Augen schauen und dann laufen. Dann mache ich einfach 1, 2, 21, 23 und zurück. Ja, krass. Und dann laufe ich da lang und denk so, ich will mich jetzt wirklich zum Bäcker gehen. Du kannst natürlich auch, wenn ich jetzt hier vorlaufe, kannst du natürlich auch den hier machen. Und zurück geht's wieder. Also von ihm lerne ich dann laufen auf jeden Fall. Deshalb Laufstegerfahrung und vor allem was Shootings angeht, da kann ich, glaube ich, ganz gut Tipps auch den anderen Kandidaten geben. 3, 2, 1. Aber nicht ganz so viele, denn ich muss ja auch ein bisschen was für mich im Petto übrig lassen. Ich muss sagen, der Niklas auf dem ersten Eindruck schon ein echt guter Walk. Also klar, Hosen kann man noch ein bisschen feinschleifen, aber für einen Neuanfänger wirklich sehr gut, muss ich schon sagen. Doch bevor es für Aldin und Niklas auf den Laufsteg geht, muss ich erstmal Xenias früherer Schulfreund Akim vor mir beweisen. Ich bin irgendwie nervös, für dich auch. Für mich? Ach, auch. Für beide mit. Safe komme ich weiter. Es ist viel, viel besser zu zweit hier zu sein. Ich glaube, alleine ist es nochmal anders. Also man lernt schnell Leute kennen, aber es ist nochmal was anderes, jemanden da zu haben, den man schon länger kennt. Akim wird Heidi sicher überzeugen, da habe ich keine Zweifel. Und du dann auch, oder nicht? Ich hoffe ja, dass ich es auch schaffe, aber ich habe da ein bisschen mehr Zweifel bei mir. Aber bei sich selber ist man ja eh immer selbstkritischer. Auf jeden Fall werde ich immer nervöser, weil es immer leerer wird. Meine Hände schwitzen. Ja. Es wird immer schlimmer, jede Minute ist schlimmer. Vor allem, es verschwinden so viele Leute, bei denen ich dachte, die kommen echt weit. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt dran bin. Hi. Schön, dass ihr da seid. Schön, jetzt lacht ihr alle. Ihr kamt alle so cool rein. Ihr alle so. Schön. Du bist Calvin, oder? Ich bin Calvin, ja. Hi, Calvin. Freu mich. Ich Na, du? Ich sehe erstmal unheimlich viele Tattoos an dir. Hast Sehr du, viele. Ja, bist du komplett zu? Fast komplett. Ja? Also, hier ist ein bisschen frei, aber sonst Wann hast du angefangen, dich zu tätowieren? Mit 18 ungefähr. Und jetzt bist du? 24. Mhm. Aber du weißt schon auch, dass wenn man Tattoos auf den Händen sieht oder auch hier am Hals, dann wird es schwierig für manche Jobs. Das weiß ich, weil ich bin selbstständig. Und davor habe ich auch in der Mode gearbeitet. Das heißt, es war jetzt eher so ein guter Übergang für mich von der Arbeitswelt. Davor war es auch okay gewesen. Und jetzt in die Selbstständigkeit ist natürlich. Danke dir. Bitteschön. Leon. Ja. Du modelst auch schon ein kleines bisschen, ja? Genau, ich habe schon ein bisschen Modelerfahrung. Was hast du so gemacht? Erzähl ein bisschen was von dir. Also ich bin noch nicht genau an dem Punkt, wo ich sein will. Deswegen bin ich hier unter anderem. Wo möchtest du denn gerne sein? Also mein Traum ist es, mit den Modeln zu reisen. Ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen. Danke, dass du hier bist. Danke, ich freue mich auch.
Hi, und wer bist du? Ich bin der Akim. Mhm. Bin 23 Jahre alt und komme aus Berlin. Deswegen bin ich heute spontan dazugekommen und freue mich jetzt da zu sein. Hör ich einen kleinen Akzent bei dir oder nein? Ja, tatsächlich. Also ich bin eigentlich in der Türkei geboren und bin dann mit 10 Jahren nach Bayern gezogen. Deswegen das R. Gerade ist der Akim drin und da fieber ich natürlich sehr mit. Ich hoffe, dass er hier wieder zurück durch die Tür kommt. Wenn nicht, dann bin ich traurig. Wir waren nämlich zusammen auf einer Schule. Ja, da habe ich ihm geschrieben, ey, ich muss nach Berlin, ich habe kein Geld, kann ich bei dir schlafen? Und dann habe ich gesagt, komm, melde dich doch auch an. Da hat er sich auch angemeldet, kurz. Und das ist jetzt hier. Und jetzt ist er auch hier. Boah, das so ist krass. Ja. Warum bist du denn hierher gekommen? Ja, also, ich wollte mich schon sehr lange bewerben, ging aber leider nicht. Deswegen habe ich dann selber angefangen zu modeln, mit einer Agentur tatsächlich auch, seit 4 Jahren. Da habe ich jetzt aufgehört und jetzt stehe ich hier. Und du? Hi, Khaled, 24 und komme aus Düren, ist in der Nähe von Köln. Mhm. Was machst du so beruflich? Ich bin dualer Student. Ich studiere noch Management. Okay. All right. Danke, dass ihr heute alle hier seid. Kelvin, ich bin mir noch nicht so 100% sicher bei dir. Deswegen würde ich dich gerne nachher noch mal wiedersehen. Klar. Bei dir sieht es ähnlich aus, Leon. Ich würde dich auch gerne nachher noch mal wiedersehen. Du wackelst leider auch noch ein bisschen. Ja? Danke dir. Und euch beide würde ich sehr gerne in der nächsten Runde noch mal sehen. Danke schön. Wenn ihr Lust habt. Habt ihr danke, Lust? Danke. Geil, Mann. Ach, ihr seid ja süß. Danke schön. Dann sehe ich euch in der nächsten Runde wieder. Danke schön. Tschüss. Tschüss. Ganz geschafft. Ich bin weiter. Also ich freue mich so sehr, weil jetzt ist mein Wille umso größer, auch mit dabei zu sein, weil wir wollen ja dieses Erlebnis zusammen erleben. Ja. Da er ja weitergekommen ist, der Akim. Wird sie auch weiterkommen? Das ist jetzt die Frage. Aber ja, ich bin sehr hyped, ich bin eher glücklich und ich hoffe einfach das Beste. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.